Wünschte glauben. Ja, wenn man so schöne Enten sieht, was Ente gut, alles gut. Ist doch herrlich, oder? Mehr braucht's doch gar nicht. Frieden auf der Elbe. Und gucken Sie mal. Nee, eigentlich muss man nichts sagen, wenn man die Enten sieht. Ach so, jetzt bin ich schon dran. Herrlich. Liebe Abonnementen, sehen Sie, es kommt wie geflutscht. Sie sehen mich in einem zerknitterten rosa Hemd. Das ist der Anfang vom Ende. Ja. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zum dritten Wunschbriefkasten. Und Kurt Biedenkopf sagte einmal, wenn man eine Sache schon dreimal gemacht hat, dann hat es schon eine kleine Tradition. Und wenn ich an Wunschbriefkasten denke und überhaupt Wünsche, dann denke ich immer, mein Gott, was war das Herrliches, als ich klein war und man bekam zum Kindertag, zum 1. Juni, die ersten Erdbeeren. Und wenn dann noch ein Wandertag war am 1. Juni, dann hat die Mutti eben die Erdbeeren geschnippelt und man hatte ein Glas mit Erdbeeren mit. War das nicht das Größte? Ich weiß doch genau, dass Sie jetzt sagen, stimmt, genau so war's. Manche hatten Pudding und jedes Kind dachte, ich habe die allerschönsten Erdbeeren. Und daran denke ich jetzt auch, wie es war. Die guten alten Zeiten sind jetzt. Wir können sowieso nicht machen. Und die Sorte übrigens heißt Rumba. Ich denke, die wird dann auch Rumba machen. Und ja, wir warten im Prinzip nach Abschluss des 100 Milliarden Pakets für die Bundeswehr auf den kollektiven Tod. Wir warten, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Eine Gesellschaft, die Geld dafür hat, Geld für den Tod auszugeben, anstatt für die Kinder und für die Zukunft in diesem Land, ich meine, sich mal zu überlegen, also die ist dem Untergang geweiht, Punkt. 20 Euro haben sie für die Kinder übrig. 20 Euro, das sind nicht mal zwei Paar Schnürsenkel. Das heißt, du kannst dich nicht mal als Kind damit aufhängen. Deswegen, ich esse weiter meine Erdbeeren. Ach so, und dann wollte ich Ihnen noch sagen, liebe Gäste, beim dritten Wunschbriefkasten, die müssen weg, standen in der Sonne. Das kleine Fernsehkollektiv hat jetzt für Sie einen Ausschnitt vorbereitet, von dem ich selber nichts weiß. Schon? Was machen wir denn da? Also Herr Steinbach, guten Tag erstmal und vielleicht auch mal den Mindestabstand einhalten. Das ist ja der Mindestabstand. Die Mutanten sind unterwegs. Apropos unterwegs. Sie sind wohl unter die Maler gegangen. Ich bin unterwegs bei dem Maler. Ja, ganz genau. Sie kennen doch Goethes Farbenlehre. Und wir stehen da kurz vor den Wahlen und da will ich mal gucken, was dabei rauskommt, wenn ich das hier so durchmische. Stimmt. Und da entscheiden Sie sich jetzt schon? In der Demokratie kann man mit Wahlen gar nicht früh genug anfangen. Ja, dann mischen Sie doch mal, Herr Zichong. Zum Beispiel Schwarz-Rot. Ich mische für Sie, sehr wohl, lieber Herr Steinbach, Schwarz mit Rot. Was soll ich Ihnen sagen? Je nachdem, wie die Anteile verteilt sind, es wird braun. Noch eine Idee? Schwarz-Grün. Schwarz-Grün, naja, das sind hohe Schwarzanteile. Hier haben wir sie. Und ein bisschen Grün. Aber wir gucken mal. Ich mach mir's gar nicht zu sagen. Es sieht braun aus. Schwarz-Gelb. Schwarz-Gelb wäre eine Möglichkeit, solange wir noch nicht digital haben. Oder Schwarz-Gelb. Schwarz-Gelb. Naja. Oh, oh! Es geht ins Braune. Es wird braun!
Oje. Vielleicht ein bisschen mehr gelb. Ja. Dann wird es noch brauner. Noch brauner. Meine Fresse. Und rot, rot, grün? Nee, das weigere ich mich. Das fangen wir gar nicht erst an. Aber merken Sie was, zu viel Rotlicht macht braun. Das ist ganz schön viel braun. Bei Ihnen fehlt Blau auf der Palette. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Aber Blau sieht die deutsche Farbpalette im Moment nicht vor. Wissen Sie, Blau, das steht für Sehnsucht, für Tiefe. Das ist eine fast verdächtige Farbe. Ein Verdachtsfall. Ein Extremfall. Ein Verdachtsfall. Also, aber mit Äußerlichkeiten halten wir uns doch nicht auf. Nee, ich denke auch. Völlig richtig. Was ist eigentlich das Wichtige bei einer Wahl? Um Diäten geht's da. Diätenerhöhung. Ah. Deswegen gehe ich nicht in die Politik. Nee, das haben Sie gar nicht nötig, Herr Steinbach, da haben Sie recht. Und sagen Sie mal, um mal jetzt wieder ins ganz Aktuelle zu kommen, warum ist das der grüne Impfpass? Es wird immer so betont, der grüne Impfpass. Das müssen Sie die Grünen fragen, Herr Zischong. Aber lieber Herr Steinbach, ich frage Sie doch. Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit? Ja, da steckt das Wort Halt drin. Stimmt, da kommt was zurück. Nachhaltigkeit, Europa. Sehr schön. Farbe der Hoffnung. Ja, das klingt gut. Also Farbe der Hoffnung, Grün und Europa, nachhaltig. Also Moment mal, gerade haben sie verkündet, jeder vierte Baum von fünfen hat eine lichte Krone. Also Herr Zischung, jetzt wären Sie mal nicht politisch. Lassen Sie sich impfen, dann können Sie auch wieder frei sein. Was? Impfen? Macht frei? Das habe ich so ähnlich auch schon mal gehört. Ja, das sagt Markus Söder. Ach so, ne, wenn der sagt, na, dann ist es, da habe ich überhaupt keine Fragen weiter. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Demokratie und der Diktatur? Kommt mir gar nicht mehr über die Lippen. Ich merke, aber ich beginne mich schon irgendwie mit ein bisschen wohl zu fühlen, Herr Steinbach. Herr Zischung, in der Diktatur herrscht Zensur. Ja, natürlich. Das reimt sich auch gut. Das ist eine regelrechte schöne Eselsbrücke. In der Diktatur, da herrscht die Zensur. Und in der Demokratie, warte mal, wie hat das damals der Gauck gesagt? In die Diktatur dient das Abhören von Menschen zur Einschüchterung dieser. Ja, der hat aber auch gesagt, in der Demokratie dient das Abhören von Menschen zum Schutz dieser. Und wie ist es bei der Impfung? Ja, das ist eine Schutzimpfung. Also Demokratie. Na klar, wie konnte ich nur fragen? In der Diktatur wurde niemand gefragt, da wurde einfach geimpft. Ja, Entschuldigung, mal, hier in der Demokratie, da wird so lange gefragt. Die Frage stellt sich gar nicht. Wollen Sie nur in den Urlaub, in die Freiheit? Also, Herr Steinbach, bei aller Liebe, aber das wird jetzt langsam Zwang. Und Zwang macht frei. Umweltschwein. Die Zweitakter müsste man alle verbieten. Sie wissen ja, ich muss jetzt mal wieder, aber heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder. Keine Frage. Bei einem richtigen Wunschbriefkasten muss natürlich auch ein Wunsch behandelt werden. Hier hat uns der liebe Leser Edwin Zarges, das Z streichen wir gleich weg, Edwin Arges, Sie benennen sich bitte um, Sie wissen warum, hat er Folgendes geschrieben. Zum Flaschenöffner kann ich nur sagen, dieser wurde extra für die HO in Dresden gefertigt, anlässlich des 10. Parteitags der SED. Herrlich. Also wissen wir das jetzt auch. Ganz groß. Und ganz schön finde ich eine Botschaft von Thorsten König. Der hat gesagt, Mensch, das Denkmal wollen Sie ja wegreißen. Und da hat er gesagt, Nichte, Diplomaten statt Granaten. Das unterstützen wir. Hier, dieses Denkmal wollen Sie wegreißen. Die sind verrückt. Nichte gibt's. Sehr gut. 1A mit Schmackes.
In diesem Sinne, machen Sie sich keine Gedanken. Ich bin heilfroh, das darfst du auch nicht sagen, ich bin glücklich, dass ich diese Woche keine aktuelle Kamera machen muss, aus dem einfachen Grunde, mir fällt langsam nichts mehr ein. Die sächsische Polizei muss stärker die Politiker schützen gegen den Rechtsradikalismus. Wenn der Fuchs nicht schwimmen kann, ist es Wasser schuld. Ich würde sagen, dieses Thema behandeln wir in der nächsten Woche zur aktuellen Kamera Nummer 96, stand schon. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zugeguckt haben. Bis gleich, die Zeit wird rumgehen wie nicht. Ich würde sagen, wir schließen wieder ab mit den Enten und ich gucke noch ein bisschen die Rumba-Erdbeeren. Früher hießen die Schindlers Mieze. Die schmeckten genial. Aber das Patent haben sie uns auch abgekauft, damit sie es einkassieren können. So sind sie im Westen. Der gesamte Osten, also die besetzten Gebiete hier im deutschen Osten, muss man sich vorstellen, als große Metapher, es ist wie Störtebäcker. Ja, jetzt kannst du vorbeilaufen und mal gucken, an wie vielen du noch vorbeikommst. Rübe runter. Naja, sie wissen ja Bescheid. Ich esse jetzt Rumba und denke, es wäre Mieze Schindler. Das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Mieze Schindler schmeckt doch besser. Wie kann man denn auf die Idee kommen, eine Erdbeere oder Rumba zu nennen? Das ist ja Quatsch. Meine Mutti hatte dann immer noch ein bisschen Familiensoße mit dazu gemacht. Die Familiensoße schmeckte auch nach Familie. Übrigens auch in der BRD. Dort gab es ja auch frische Erdbeeren. Sonst noch was? Oh ja, Scholzwetter, muss man sagen. Scholzwetter. Wenn man beschließen kann, dass man für die Amerikaner 5 Milliarden für neue Hubschrauber, die man natürlich in Amerika bestellen muss, kann man fast denken, also der Krieg, der ist abgesprochen mit Putin. Ein Glück, dass die Bundeswehr jetzt neue Hubschrauber kriegt. Ohne den Krieg wäre das gar nicht möglich gewesen. Da hätten wir am Ende noch Handel betreiben müssen mit den Russen. Das wäre was gewesen. Ja, nicht so viel nachdenken. Ich esse wieder Erdbeeren. Da sind keine Maden drin. Maden mag ich nicht. Dann geht es schon bald los mit den Süßkirschen. Also, immer dran denken, wenn es gar nicht mehr weitergeht. Früher war es schöner. Und noch früher. Nee, dann machen wir nicht mit. Macht's gut! Lieder, Märchen und Geschichten auf ein bunter Blumenstrauß sind ein Gruß für brave Kinder aus dem Butzemannhaus. Ja, ich weiß, das ist ein knittriges Hemd. Ist kein Star, der mir mal die Hemden bügelt. Ich habe ja gehört, dass viele Männer das selber gerne machen, am liebsten zum Tatort. Tatortzeit ist Bügelzeit. Gottes Willen, das darfst du gar nicht sagen. Das ist eine Diskriminierung vom Tatort. Polizeirufzeit ist Bügelzeit. Das geht. Wobei, es ist irgendwo auch in und Rosa ist ja letzten Endes der vorletzte Versuch. In einer der nächsten Wunschbriefkasten komme ich mit dem Rosa-Tattoo. Versprochen, besorge ich mir. Und wenn einer was sagt, gehe ich zu Nancy Faeser. Dass er klar sieht. Da wird er nämlich angezeigt. Und ich kann auch rosa Rock tragen, weil ich habe Beine dazu. Hört jetzt mit eurem Quatsch. Los geht's. Seid ihr startbereit? Los geht's. Verlieren wir keine Zeit. Los geht's. Mit Gemeinsamkeit. Los geht's. In eine neue Zeit. Los geht's.